Heute mein erster Test mit zwei Kameras. Also heute geht es darum, die Funkfernbedienung für eine Zentralverriegelung einzubauen. Und zwar gibt es ja oft den Fall, dass man ein Auto hat, wo serienmäßig eine Zentralverriegelung eingebaut ist, aber man hat keinen Funksensor dazu. Und ja, da will ich euch jetzt mal zeigen, wie man so ein hübsches Ding hier nachbaut. Einfach ganz schlicht mit auf und zu. Die Dinger gibt es, also hier, das ist die Verpackung, schön aus China kam das, gibt es für 15 Euro plus minus. Ja, manchmal gibt es sie billiger, manchmal sind sie ein bisschen teurer, aber die sind, eigentlich sind die spottbillig. Und ich weiß ja nicht, warum ich mich damit so lange, also das ist so einfach, das Ding einzubauen, eigentlich unfassbar, wie schön einfach das beim VW-Bus ist. Wenn ich das gewusst hätte, wenn ich mich da vorher mal mit beschäftigt hätte, dann hätte ich das Jahre vorher schon eingebaut. Jetzt, jetzt habe ich endlich eine Funkfernbedienung, bin ich sehr happy drüber, ne? Also, ne, drücke ich hier drauf, zack, ist es zu. Jetzt müssen wir halt auch sehen, so, auf. Und zu. Eine Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung halt. Also nichts Besonderes. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie man das einbaut. Und zwar Schritt für Schritt. Also als allererstes muss man die Türverkleidung natürlich abnehmen. Und da habe ich schon ein anderes Video zu gemacht. Deshalb werde ich das jetzt wahrscheinlich gleich mal vorspulen. Und da könnt ihr euch dann das andere Video mal anklicken, wo dann im Detail die Türverkleidung auseinandergebaut wird. Und So, an der Stelle hier mal eine Entschuldigung dafür, dass die Tonqualität so schlecht ist. Hat man, wie man ja schon hört, in der Einflugschneise von einem Flughafen genommen. Und ja, ich habe versucht, das Beste da bei dem Ton rauszuholen, aber viel geht ja nicht. Wie gesagt, eine ausführliche Anleitung, wie man diese Türverkleidung abbaut, findet ihr in einem anderen Video. Mache ich Link unten in die Beschreibung drin oder oben in der Ecke. Naja, müsst ihr mal sehen. Auf jeden Fall, geht's jetzt weiter. So, also hier habe ich jetzt das Modul verbaut. Und das ist jetzt eben auch das Schöne an diesem, an der Variante beim VW-Bus. Also, das ist der Funkempfänger, wo die ganzen Relais und alle drin ist, mit einer eigenen Sicherung. Und dieses Gerät braucht erstmal Plus und Minus. Das braucht also die 12 Volt von der Batterie und das braucht die Masse von der Karosserie. Und was die Zentralverriegelung vom VW-Bus braucht, ist im Grunde genommen zum Zu- und zum Aufmachen jeweils nur ein gesteuertes Plus-Signal. So, und das Geniale an dem VW-Bus ist jetzt, dass an dem Stecker, wo der Zentralverriegelungsmotor hier ist, da sind alle Leitungen dran, die ich brauche, um dieses Modul nachzurüsten. Braun ist Masse, Rot ist Plus und Gelb und Weiß sind die entweder, also jeweils auf oder zu. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche, ob Weiß auf oder Weiß zu ist. Aber das eine ist für zu und das andere ist für auf. Das heißt, wenn ich den Plus, den roten hier, auf den gelben lege, dann fängt der Zentralverriegelungsmotor sich in eine Richtung zu bewegen. Und wenn ich den Plus auf die andere Leitung lege, dann dreht er sich in die andere Richtung. Und das ist genau das, was dieses Gerät macht. Also wenn ich auf den Plus-Taster, auf den Zu-Taster drücke, hier ist ja der Schlüssel. Also wenn ich jetzt hier auf Zu drücke, dann gibt der hier ein Signal drauf. Und wenn ich auf Aufdrücke, dann gibt er da ein Signal drauf. Und das ist alles das, was man machen muss. Und also für die, die sich elektrotechnisch ein bisschen auskennen, die brauchen jetzt ja nicht weiter zu kicken. Alle Kabel liegen da. Und für die, die sich nicht so auskennen, erkläre ich das gleich nochmal mit einem Screenshot. Aber für die einfache sozusagen, für die Verkabelung, ja, dass er jetzt mal versteht, wie das verkabelt wird, direkt wenn er jetzt hier drauf guckt. Also, man hat hier bei diesem, das ist jetzt speziell für dieses Gerät, da gibt es noch andere Varianten davon, wie man irgendwie, wo man noch einen anderen Schlüssel hat, aber bei dem Gerät, was ich unten verlinken werde, ist es so, dass man einen gelben
einen gelben, einen weißen und einen orangen Kabel hat, wo kein schwarzer Streifen ist, und einen gelben, einen weißen und einen orangen Kabel, wo ein schwarzer Streifen ist. Und jeweils die Kombination gelb-weiß-orange ist für eine Variation. Also gelb-weiß-orange für zu und gelb-weiß-orange für auf, aber bei dem einen mal mit Strich und einen mal ohne Strich. Und jetzt ist sozusagen das Relais, was da schaltet, um die 12 Volt rauszugeben, das muss ja erstmal Strom bekommen. Das heißt, dass man, und das ist der mittlere. Also der mittlere ist der weiße. Und das heißt, die beiden weißen, der nur weiß ist und der weiß, wo der schwarz dran ist, die gehen hier zusammen. Und das kann man hier bei dem schön sehen. Ich hoffe, dass der das hier halbwegs fokussiert. Die habe ich hier mit Einschneidverbindern. Also hier könnt ihr mal einen Einschneidverbinder, einen Kabelverbinder oder auch Stromdieb genannt sehen. Also ganz einfach zusammengemacht. Ich zeig gleich nochmal, wie man damit ein Kabel zusammenmacht, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, weil viele Leute kennen das ja nicht. Also sozusagen die Kabel hier mit dem roten verbunden und genau, also sozusagen, ich habe hier oben halt mit dem Einschaltverbinder die beiden weißen verbunden und hier unten halt dann den weißen mit dem roten verbunden und damit ist dann das Relais auf Strom gelegt. Und dann hast du im Grunde genommen nur die beiden gesteuerten Leitungen, also einmal gelb, nur gelb und gelb mit schwarz. Also das eine davon gibt dann halt ein Signal für auf und das andere gibt ein Signal für zu. Und die habe ich über einen Einschaltverbinder hier oben mit dem gelben und dem weißen Kabel, der original von der Zentralverriegelung kommt, verbunden. Ich habe jetzt hier elektrische Fensterheber in dem Wagen, aber das ist völlig unproblematisch. Das habe ich hier unten angeschraubt, einfach hier zwei kleine Löcher gebohrt, da sind so Nasen dran, misst man vernünftig ab und dann kann man da drin schrauben und dann kann man das hier drin machen. Wenn man jetzt noch andere Funktionen, die das Ding noch hat, nutzen will, wie zum Beispiel Blinkeransteuerung oder separate Kofferraumöffnung, das hat jetzt meiner nicht, weil ich wollte wirklich was ganz Einfaches haben. Ich wollte was haben, was auf und zu macht und fertig. Alles andere geht mir auf den Sack. Die viele andere, also auch von dem Hersteller hier, haben noch einen dritten Knopf für Kofferraum oder für Beleuchtung. Da muss man ja, da muss man quasi noch mehr Kabel. Also hier kommen ja auch noch mehr Kabel raus. Das Ding kann also auch noch mehr. Und da hast du jetzt natürlich die Möglichkeit, entweder du verfolgst diesen Kabelbaum, der hier in die Tür geht, und dann halt hier unter den Sicherungskasten und dass man entweder sich da anzapft und das ganze Ding da verlegt. Also wie gesagt, die Kabel, wichtig ist nur, dass du die vier Kabel hast. Da oben findet man die auch. Und dann kann man quasi von da aus weitergehen oder man installierte trotzdem hier und geht dann halt von hier aus hoch mit dem Kabel, legt hier Kabelbinder, geht hier durch diese Gummiding durch und ist dann da drin und geht dann dahin, wo man gerne hin möchte. Also wie gesagt, zum Beispiel zu der Blinkeransteuerung oder irgendwie so. Ja, und das ist das ganze Geheimnis. Also das ist derartig einfach zu installieren. Also das Schöne ist auch noch, dass man den Kabelbaum hier, der ist nochmal separat. Also der steckt, den hat man halt hier so in der Hand und den kann man quasi schon vorbereiten, bevor man jetzt, also weil man muss ja, wie gesagt, die beiden weißen muss man ja mit dem roten zusammenbringen. Das kann man quasi schon zu Hause bei sich machen und dann sozusagen schneidet man sich hier in die vier Kabel von der Zentralverriegelung ein, baut den Kasten an, natürlich darauf achten, dass der Kabel lang genug ist, nicht dass es dann dass man sich das so zusammengeschnitten hat und dann ist es zu kurz. Und dann steckt man das ein und dann funktioniert das schon. Ja, und das ist das ganze Geheimnis. Danach baut er den ganzen Kram wieder zusammen und dann funktioniert das. Ne? Hier, zack. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das langfristig in der Tür ist, dadurch, dass das immer so vibriert. Also ob die Einschneidverbinder da eventuell Schaden nehmen oder ob die Korrosion erhöht ist. Dadurch, dass die Tür ja vielleicht mehr Luftfeuchtigkeit aussetzt ist, aber so richtig vorstellen kann ich es mir nicht. So, hier haben wir jetzt ein paar Einschneidverbinder. Ich zeige euch jetzt mal, wie einer von denen funktioniert. Also der Einschneidverbinder funktioniert so, dass das Teil hier auf die beiden Kabel drücken. Denn man hat immer einen, den man rin macht und einen, den man anzapft. Und das Schöne ist, dass wenn man jetzt wie bei der Tür
an der Stelle in den Kabel rinnen will, wo man den ja nicht abschneiden will, dann kann man den hier so rinquetschen. Zack, und dann ist er drin. Und den man dazu führen will, den schiebt man hier so dagegen. Und was man dann nur noch braucht, ist eine Zange, mit der man das hier zusammenquetscht. Braucht man manchmal ein bisschen Gewalt bei den Bähnkabeln, die ich jetzt hier hatte. Ich hoffe mal, dass man das sehen konnte. Also man quetscht das hier so zusammen. Aber ist jetzt die Isolierung relativ dick. Deshalb brauchte man bei dem jetzt ein bisschen mehr Kraft. Bei dünneren Kabeln ist es nicht so sehr. Ja, und die Bähnen sind jetzt verbunden. Der hat sich sozusagen reingegriffen, den Kabel angeschnitten und hat die Verbindung gemacht. Und das Schöne ist, dass man, wenn man das so macht, dann muss man halt überhaupt nicht, man muss nicht schrauben, mit keinen zwingen, man braucht keinen Lötkolben und ja nicht. Also die Dinger verlinke ich euch mal unterhalb des Videos und ja, den Werkzeugkoffer hier, den verlinke ich euch auch. Das ist ein Proxon Werkzeugkoffer, den führe ich immer im Auto mit. Das hat mir schon auf so vielen Lagen geholfen, wo ich irgendwie dringend mal am Auto einen Schraubenzieher brauchte. Das ist alles Notwendige dabei für die kleine Reparatur unterwegs. Und also kann ich wirklich nur schwerstens ans Herz legen. Ja, und die Zentralverriegelung verlinke ich darunter auch. Ach ja, noch was. Die Anleitung mit dem Stromlaufplan, die war bei dem Ding dabei und die habe ich hier so rangekabelbindet. Nur für den Fall, dass mal irgendjemand das Auto irgendwann kauft und das aufmacht und denkt sich, was ist denn das? Dann hat er da die Anleitung. Ne? Ein schönes Feature für den zukünftigen Besitzer. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Ganze im Stromlaufplan aussieht. Solltet ihr euch für das Funkmodul entscheiden, was ich auch verwendet habe, was es wie gesagt bei eBay und Amazon und überall im Internet gibt, dann gibt es da diese Bedienungsanleitung dazu. Die wird auch bei allen gleich sein. Das ist jetzt auf jeden Fall hier in meiner wird auch der Knopf für den Kofferraum irgendwie angezeigt und dabei hat meine Fernbedienung das gar nicht. Also insofern wird überall das Gleiche sein. Hier ist nochmal ein Schema abgebildet von dem Funkmodul selbst. Und hier ist ein elektrisches Schema von den einzelnen Relais, wie man hier sehen kann, orange, weiß, gelb und dann das Ganze nochmal jeweils mit einem Schwarz da hinten dran. Und hier sind, wie gesagt, die einzelnen Kabel, aber das kommt jetzt mal im nächsten Bild. Also das ist, wie gesagt, nochmal so ein komplettes Schema von diesem Ding. Man kann hier jetzt einen kleinen Knopf, da kann man so ja nochmal einen weiteren Handsensor anlernen. Den kann man quasi nochmal, könnte man noch mehrere nachbestellen und da noch dazu lernen. Ja, und dann gibt es hier der blaue, wäre noch für eine Kofferraumansteuerung. Mit grün könnte man Fenster ansteuern. Braun ist für die Blinkeransteuerung. Rot geht auf die Batterie. Und hier steht zwar schwarz, ist aber in Wirklichkeit braun, geht auf die Masse von der Batterie. Und dann ist halt hier eben nochmal orange, weiß, gelb mit schwarz hinten dran und nur orange, weiß, gelb. Und jetzt sind die beiden Relais. Bevor ich es vergesse. Was ganz wichtig ist dieses Gerät hier, das hat einen Jumper intern. Da muss man die Hülle irgendwie so ein bisschen aufmachen. Ist leider nicht verschraubt, sondern muss man irgendwie so zusammendrücken, dann fällt das so auseinander. Und wenn der auf Jumper-Position 1 ist, dann hat er nur 0,5 Sekunden. Und wenn er auf Jumper-Position 2 ist, dann hat er 3,5 Sekunden. Und das ist ganz wichtig, weil diese Motoren von der Zentralverriegelung vom T4 vom Originalen, die sind relativ träge. Also wenn du so eine Zentralverriegelung nachrüstest, dann sind diese Universalmotoren, die schießen in die Höhe und schießen auch wieder zurück in einer unglaublichen Geschwindigkeit und da reichen diese 0,5 Sekunden aus. Zentralverriegelungsmotoren vom T4 reicht das leider nicht. Da braucht man einen längeren Intervall und dafür ist es gut, dass das Ding hier so eine pneumatische Einstellung hat. Also eigentlich ist es dafür gedacht, dass wenn man eine Zentralverriegelung hat, die mit Luft oder mit Flüssigkeit die Türkontakte bewegt und irgendwo nur zentral im Auto irgendwo ein Motor ist, der entweder Druck oder Unterdruck erzeugt. Insofern ist das hier zweckentfremdet, aber genau das ist eben notwendig, um diese Motoren überhaupt zu betreiben. Denn wenn man denen nur ein 0,5 Sekunden Signal aussetzen würde, dann würden die nur kurz zucken und dann würde da überhaupt nichts passieren. Leider haben die bei dem Gerät diese Jumperbrücke nicht mit einem Jumper gemacht, den man einfach nur klicken kann oder wo man was umsteckt, sondern da muss man eine Lötbrücke setzen. Das heißt, da braucht er wirklich einen Lötkolben für.
Ansonsten könnt ihr den nicht umstecken. Also, denn wenn ihr den nicht selber habt, fragt mal einen Freund oder besorgt euch einen für 5 Euro im Internet. Also, das dauert 3 Sekunden, da so eine Lötbrücke drin zu machen, aber das ist ein bisschen schade, dass sie das nicht von Werk aus gemacht haben. Nun ja, hier ist jetzt der Stromlaufplan mal im Prinzip, wie er auch beim T4-Wiki zu finden ist. Also da habe ich das Bild her. Und naja, hier kann man sehen, das ist sozusagen das originale Funkmodul, wird hier mit Klemme 1 und Klemme 31, also Plus und Minus versorgt. Und geht dann das Steuersignal entweder auf die weiße Leitung und macht das auf, oder ihr geht auf die gelbe Leitung und das macht das alle zu. Und das Ganze habe ich mal ein bisschen bearbeitet für diesen aktuellen Fall. Also alle Leute, die sich mit Elektrotechnik auskennen, die lachen sich jetzt tot, die sitzen in der Ecke, feixen mit dem Bier. Aber für die, die vom Stromlaufplan und allem so einem Kram überhaupt keine Ahnung haben, ist das vielleicht auch sympathisch. Also wie gesagt, hier nochmal der Jumper, ne, mit dem J1 und J2. Und das hier sind jeweils die einzelnen Türen. Und eben an den Mastertüren, also an der Fahrertür und an der Beifahrertür, da liegen alle 4 Kabel an, die man braucht. Da liegt ein Plus an, da liegt ein Minus an, da liegt der Kontakt für auf und da liegt der Kontakt für zu an. Und das ist genau alles, was man braucht. Diese blauen Punkte, die ich hier eingezeichnet habe, das sind diese Einschneidverbinder. Das heißt, der braune Kabel, der zum Funkmodul geht, der wird einmal hier an der Stelle mit einem Kabelbinder zusammen gemacht. Der rote, der zum Plus geht, wird auch nochmal mit einem Kabelbinder festgemacht. Dann werden die beiden weißen intern, also zusammen, sozusagen im Kabelbaum, sozusagen mit dem Kabelbinder verschaltet. Und dann einer von denen geht jetzt weiter zum roten und holt sich hier quasi nochmal den Strom, der dann auf die Relais geht. Und mit den Kabeln, die quasi das gesteuerte Signal ausliefern, geht man dann entweder mit dem, also da geht man mit dem gelb-schwarzen auf die weiße Leitung und mit dem gelben auf die gelbe Leitung. Also so halt doch angeschlossen, kann man irgendwie vorher im Video auch sehen, wenn man da mal an der richtigen Stelle eine Pause macht. Wenn ihr das Ding hier kurvt und das auch mit denen anschließt, dann passt das so auf jeden Fall. Ja. Und wir sozusagen, ich gehe das mal mit euch kurz durch, wie sozusagen der Strom läuft. Also der Strom liegt quasi immer, egal ob man drauf drückt oder nicht, liegt der hier an Plus an und das Minus liegt immer an Minus an. Das heißt, dieses Funkmodul ist kontinuierlich unter Spannung. Verbraucht aber nur super, super wenig Strom. Das heißt, das kann da über Wochen und Monate drin bleiben, ohne dass das die Batterie leer frisst. Da muss man sich also keine Sorgen machen. So, und wenn ich jetzt hier eine Taste drücke, mache ich hier so Klick und dann, ja, dann ändert sich das Bild. Nee, also sozusagen, ich drücke jetzt hier quasi drauf und dann fängt der Strom hier schön an zu laufen. Liegt ja hier auch an diesen beiden, an K1 und K2 an, ne? Ist halt hier, so, und ich drücke jetzt halt eben hier drauf und dann schaltet diese Relais den Kontakt hier zu. Und dann kann der Strom hier schön weiterfließen, hier rum, brrr, da lang, da lang, da lang, auf den weißen. Und der weiße gibt jetzt quasi allen Motoren das Signal, mach auf bzw. mach zu. Und wenn man den anderen Knopf drückt, dann läuft der Strom halt eben hier unten lang und geht auf die gelbe Leitung und gibt halt eben das Signal zum Steuern. Und wie gesagt, wenn ihr genau das Gerät habt, schließt das genauso an, wie ich das hier in dem Stromlaufplan drin gemacht habe. Den lade ich irgendwie hoch und findet da auch eine Beschreibung unten. Also ihr findet einen Link in der Videobeschreibung dazu, damit ihr euch das nochmal anklicken könnt. Wie gesagt, kindlich naiv mit meinen Billion Paint-Kenntnissen hat das hier zusammengeschustert. Ich hoffe aber trotzdem, dass das für den einen oder anderen, der ein elektrotechnischer Laie ist, aber trotzdem gerne eine Funkfernbedienung haben will, trotzdem irgendwie vonnöten ist. Nun gut, jetzt weiter im Realvideo. So, in dem Video ging es ja um die Zentralverriegelung mit einem Funkmodul nachrüsten, wenn man die originale Funkfernbedienung, wenn die ja nicht vorgesehen ist, wie bei meinem Auto. Und das gibt aber die Variante, wo die Zentralverriegelung über ein Steuergerät läuft und dann sitzt da hinter dem Tacho sitzt sozusagen ein Stecker, wo man das Modul, das originale Funkmodul von VW anschließen kann. Und
Sollte ich das irgendwann mal in die Hände kriegen oder irgendwann nochmal einen VW-Bus haben, wo das so ist, dann mache ich da quasi noch einen zweiten Teil dazu. Und ein dritter Teil wäre dann eine komplette Zentralverriegelung, wenn das Auto keine hat, wie man die einbaut. Ja, aber das soll es jetzt erstmal sein, was das da angeht, ein Funkmodul nachzurüsten für eine vorhandene Zentralverriegelung, die einfach kein Funkmodul hat. Habt ihr gesehen, wie einfach das ist? Tür wieder am Ende zusammenbauen und das Ganze ist im Grunde genommen in einer Viertelstunde durch. Man braucht ein klitzekleines bisschen Werkzeug, eine Akkubohrmaschine, damit man die Löcher machen kann. Und mehr braucht er eigentlich nicht. Ich hoffe, ihr habt mir jetzt nicht die ganze Zeit in meine Nasenlöcher geguckt. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat oder ich euch helfen konnte oder euch anmutigen konnte, den Kram einzubauen, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Noch mehr, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Auch riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, ne? Dann umso bekannter werden die Videos und als T4-Fan hoffe ich ja, dass die Autos noch lange fahren und ich vielen Leuten dabei helfen kann, die T4s am Laufen zu halten. Unten gibt es noch einen PayPal-Me-Link, wo ihr mir einen Kaffee spendieren könnt und ja, ich hoffe, dass ihr in Zukunft auch meine anderen Videos sehen werdet, beziehungsweise dass die euch helfen werden und na dann, ihr seht mich im nächsten Video. So, jetzt dachte ich, das Video ist schon zu Ende, aber ich habe festgestellt über die letzten paar Tage, dass das super nervig ist, wenn man keine Blinkeransteuerung hat, weil man nicht sieht, ob man das Auto schon zugemacht hat und weil ich ja nicht weiß, wie lang die Fernbedienung, wie viel Meter die reicht, kann ich die dann ab einem gewissen Abstand nicht mehr hören. Und diese Billig-Fernbedienungen, die sind schon, also da kannst du auch mal bei freier Strecke mal 100 Meter funken und wenn du dann in eine Tasche aus Versehen da drauf kommst, dann willst du halt, wenn du das Auto zumindest noch siehst, kicken, ob da irgendwas passiert. Und deshalb Blinkeransteuerung hat sich für mich rausgestellt, über die letzten paar Tage brauche ich. Und deshalb habe ich das jetzt mal noch gemacht. Und da gehe ich jetzt nochmal, zeige ich euch jetzt nochmal kurz. Also hier, wo ich, habt ihr ja schon gesehen, hier wo ich mein Steuergerät versteckt habe. Hier kommen zwei braune Kabel raus aus dem Steuergerät. Und das sind die beiden Blinkeransteuerungskabel. Und die habe ich mit so Kabelverbindern hier auf so eine Zwillingsleitung gelegt, also da sind die beiden Kabel, die aus dem Steuergerät kommen, die beiden hier und die beiden sind dann die ich nach oben verlegt habe. Ich habe jetzt diesmal keinen Kabelverbinder genommen, sondern so einen Schrumpf-Quetschschlauch. Die Dinger, die sind von der Qualität her besser, von der Stromverbindungsqualität, aber man braucht halt so eine Quetschzange und die hat ja nun auch nicht jeder. Das hier und eine Pumpenzange, das hat jeder. Wobei man bei den Dingern hier wirklich darauf achten sollte, dass man da eher qualitativ hochwertig kauft, damit man auch wirklich einen vernünftigen Einschnitt in die Leitung hat. So, und dann bin ich hier hochgegangen, hab das schön alle Kabel gebindert, ne? Hier, zack, bumm, dann da so durch, muss man sich halt so ein bisschen durchfriemeln. Hier ist noch so eine Blende davor, muss man halt das Handschuhfach hier quasi mal so runter machen, diese kleine Blende abschrauben, dann bin ich hier mit dem Kabel so lang gegangen und dann ist hier unten, zumindest ist das bei meiner Variante vom VW-Bus, so ist der Anschluss für den Warnblinker ist hier und der Warnblinker, da gehen verschiedene Signale raus, aber effektiv gehen am Ende zwei Kabel direkt zu den Blinkern. Und da muss man halt nicht vor in Motorraum, sondern man geht einfach hier ran und das ist in dem Fall der schwarz-grüne und der schwarz-weiße, also Klemme 3 und Klemme 7 auf dem Block SLD3. Ja, genau. Und da kickt euch nochmal den Stromlaufplan an. Das ist für alle drei Varianten, die warnblinkermäßig verbaut wurden, ein bisschen anders. Meiner hat halt den Warnblinker hier oben. Und dann gibt es noch zwei Varianten, wo der Warnblinker auf verschiedene Art und Weise hier ist. Aber der Stromlaufplan ist in etwa der gleiche. Findet man im T4-Wiki. Und dann wisst ihr auch, welche Kabelfarbe ihr da und wo ihr da rangehen müsst. Ja, hier wieder mit Einschneidverbinder. Und jetzt kann man hier schon sehen, wenn ich jetzt hier auf Öffnen drücke, dass er da so macht, wie er soll, beziehungsweise auch hier hinten, na, und auch macht, wie er soll. Und ja, damit ist dann das letzte Problem gelöst und ich kann auch von der Ferne sehen, ob mein Auto auf oder zu geht. Theoretisch, wie gesagt, könnte man da noch weitere Kabel legen für Kofferraum und Öffnung und etc. pp. Das brauche ich nun wirklich nicht. Aber damit bin ich glücklich und ich hoffe, ich konnte euch auch glücklich machen mit dem Video. Lasst mir einen Daumen da. Könnt mir gerne Fragen stellen in den Kommentaren oder generell das Video kommentieren.
Ja, abonniert meinen Kanal, wenn es irgendwie geht. Würde mich riesig freuen. Und ja, wenn ich euch helfen konnte, könnt ihr mir auch gerne bei PayPal einen Kaffee spendieren. Da ist auch unten der Link in der Beschreibung. Genauso wie zu all den kleinen Kram, was man hier braucht. Und ja, naja, gut. Ich hoffe, konnte euch helfen und ihr guckt euch auch meine anderen Videos an. Bis dann.